Da ist eine Riesenagenda im Hintergrund im Gange, von der die Bauern überhaupt keine Ahnung haben. Und das ist ganz wichtig, dass man die Bauern darüber informiert. Denn wenn die Bauern das einmal verstehen, dann wissen sie, in welcher Lage sie sind. Es geht nämlich wirklich um das Ende der Landwirtschaft, wie wir sie kennen. Das ist ganz einfach so, dass der Bauernverband ja diese ganze grüne Klimaagenda übernommen hat. Und wir wissen, dass die Bauern in Riesenproblemen stecken. Also wir wissen, dass in Deutschland mehr als ein Drittel der Bauern, der kleinen und mittleren Bauern, ihre Höfe in der Vergangenheit aufgeben mussten. Wir wissen, dass da die Großindustrie immer stärker übernimmt, dass auch in diesem Bereich also die KI ganz stark voranschreitet. Also die synthetische Biologie wird da unglaublich vorangetrieben. Also wir haben es zurzeit mit Laborfleisch zu tun. Wir haben es mit Vertical Farming zu tun. Also das sind alles Dinge, die versuchen, die kleinen und mittleren Bauern praktisch aus dem Geschäft da hinauszutreiben. Und das hat dazu geführt, dass es auch neben dem Bauernverband andere Verbände gegeben hat. Also es hat sich da zum Beispiel dieser LSV, Landwirtschaft schafft Verbindung, gebildet, der also relativ kritisch gegenüber dem Bauernverband gewesen ist. Und es hat überall in Deutschland immer wieder neue Traktordemonstrationen gegeben und die haben langsam Überhand genommen. Und ich denke, dass Herr Rugwied damals, da mal irgendwann mal nachgedacht hat und gedacht hat, also bevor er die Macht ganz verliert, inszeniert er sich mal als Gegner der Leute, mit denen er eigentlich unter einer Decke steckt und inszeniert deswegen diesen Protest, aber ich bin sicher, dass er von Anfang an auch gleich Angst gehabt hat, dass dieser Protest vielleicht auch außer Kontrolle geraten kann. Und ob das passiert, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen sehen. Aber es ist nicht so, dass er voranschreitet als ein progressiver Mensch, weil der Bauernverband ist eine unglaublich konservative und unglaublich reaktionäre Organisation, die wirklich den ganzen Klimaquatsch mitgemacht hat von Anfang bis Ende und die ihren eigenen Mitgliedern also unglaublich auch geschadet hat. Mit Ausnahme natürlich der ganz Großen, die mit dieser ganzen künstlichen Intelligenz im Agrarbereich da mitziehen werden. Ne? Also ganz interessant ist da diese beiden Aspekte, die im Hintergrund laufen, von denen viele Leute nichts wissen. Also es werden im Moment zwei Dinge im Hintergrund vorangetrieben. Das eine ist das sogenannte Vertical Farming. Also Vertical Farming ist insofern also für Investoren super interessant, weil da werden Pflanzen in Containern oder in Fabriken gezüchtet und zwar unter Bedingungen, unter denen man ganz viele Pflanzen auf einem ganz engen Raum züchten kann. Also da kann man in verschiedenen Ebenen die Pflanzen dann mit künstlichem Licht da züchten. Da braucht man keine großen Felder mehr. Da braucht man auch keine Leute, die die Felder mehr bewässern. Da braucht man keine Traktoren. Da kann man sich die Bauern einsparen. Auf diese Art und Weise kann man diese Pflanzen züchten. Natürlich ist das Ganze völlig unbiologisch. Das hat mit Natur überhaupt nichts mehr zu tun. Da sind künstliche Bewässerungssysteme. Da gibt es keine Erde, keine Sonne. Das Ganze verläuft keimfrei, steril. Also das hat mit Natur überhaupt nichts mehr zu tun. Aber wenn das durchkommt, dann wird das also unendlich vielen Bauern die Grundlage entziehen, was den Pflanzenbau angeht. Das Gleiche gilt fürs Fleisch. Beim Fleisch wird zurzeit das Laborfleisch entwickelt. Und Laborfleisch ist auch eines der ganz großen Geschäfte der Zukunft. Also der erste Hamburger wurde im Jahre 2013 vorgestellt an der Universität von Maastricht in Holland. Der hat damals noch zwischen 250.000 und 300.000 Euro gekostet. Inzwischen hat man die Kosten reduziert auf 10 Euro pro Hamburger und die werden noch weiter runtergehen. Inzwischen sind die Dinger auch so, dass die mit normalen Hamburgern fast nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Aber was bedeutet das? Was bedeutet Kunstfleisch? Kunstfleisch bedeutet, dass die Fleischhersteller keine Weiden mehr brauchen, keine Tiere mehr brauchen, kein Futter mehr brauchen, keine Schlachthöfe mehr brauchen, kein Personal mehr brauchen, keine Logistik mehr brauchen, dass die nur noch die Patente auf dieses Fleisch brauchen und das dann in 3D-Druckern weltweit irgendwo herstellen können. Das heißt, wir leben da in einem unglaublichen Umbruch. In diese Projekte werden Milliarden und Abermilliarden im Moment investiert, weil die Leute, die das vorantreiben, das sind diese Irren aus dem IT-Sektor. Also finanziert wird das Ganze unter anderem von Richard Branson, unter anderem von Bill Gates und von den großen Vermögensverwaltern, auch von Sergey Brin, also einem der Gründer von Google, also von diesen ganzen Leuten, die Natur oder die Lebewesen als nichts anderes als Hardware sehen, die man irgendwie digital manipulieren kann. Also das ist einfach eine völlig irre Welt, in die wir geführt werden. Und der Bauernverband, der tut so, als wenn er keine Ahnung davon hätte. Dabei müsste der Bauernverband genau seine Mitglieder davor dringendst warnen und die Politik sofort auffordern.
alles, was so unglaublich unnatürlich ist, grundsätzlich zu verbieten. Also ich denke, Vertical Farming müsste, wenn es nicht verboten wird, zumindest dazu gezwungen werden, dass auf jedem Produkt draufsteht, das ist durch Vertical Farming entstanden. Diese Pflanze hat nie die Sonne gesehen, die hat nie ein Insekt gesehen, die hat nie Wind und Regen abbekommen, die ist unter absolut sterilen Bedingungen aufgezogen worden. Und beim Fleisch müsste stehen, zwar musste kein Tier hier versterben, aber dafür gehen hier jede Menge Provisionen an die Leute, die die Patente und die Lizenzen halten und die in der Sonne im Silicon Valley sitzen. Also da ist eine Riesenagenda im Hintergrund im Gange, von der die Bauern überhaupt keine Ahnung haben. Und das ist ganz wichtig, dass man die Bauern darüber informiert. Denn wenn die Bauern das einmal verstehen, dann wissen sie, in welcher Lage sie sind. Es geht nämlich wirklich um das Ende der Landwirtschaft, wie wir sie kennen.